Tieschen wurden wieder die Kellertüren geöffnet. Der Weinbauverein Tieschen lud zum traditionellen Kellergasselfest auf den Marktplatz und viele sind der Einladung gefolgt. Bei strahlendem Herbstwetter präsentierte sich der Ort von seiner genussvollen Seite. Das Kellergasselfest ist sozusagen auch unser Erntedankfest. Danke zu sagen für eine reichliche Ernte, für unsere Weinbauern und für unsere Bauern im Weingarten, im Acker, überall. Und viele Gäste aus nah und fern unterstützen uns da dabei heute. Auf der herbstlichen Flaniermeile warteten auf die Gäste nicht nur köstliche Schmankerl und Spezialitäten der Weinbauern aus Tieschen, sondern auch ein vielfältiges Angebot der Direktvermarkter. Und eine flotte Musik darf ohnehin nicht fehlen. Also wir in Tieschen, wir leben ja ein großes Miteinander. Wir wissen, je mehr gute Weinbauern das es in Tieschen gibt, desto mehr Leute kommen zu uns und kaufen und genießen guten Wein. Und das ist für uns eine Riesengelegenheit, dass wir zeigen können, was wir haben, unser Angebot darbieten. Und für uns Weinbauern gibt es da keine Konkurrenz. Wir sind alles Mitbewerber und wir haben uns alle gern. Das prächtige Wetter lud zum Entspannen ein und brachte die Farben des Herbstes zum Strahlen. Also ich behaupte mal, dass der Marktplatz Tieschen der schönste, zumindest der Südoststeiermark ist. Wie man sieht, heute ist es auch gut belebt mit kulinarischen und musikalischen Highlights. Das traditionelle Kellergasselfest lockte auch diesmal zahlreiche Gäste an. Also wir arbeiten ja seit kurzem mit der Tourismusregion Bad Radkersburg zusammen und wir müssen schon sagen, wir haben da eine gute Werbeplattform geschaffen und gemeinsam ist man breiter aufgestellt und das nutzen wir natürlich. Ein Fest voller Genüsse, ob im Glas oder auf dem Teller. In Tieschen startete man beim Kellergasselfest schwungvoll in einen strahlenden Herbst.